Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu einem weiteren Lernvideo über weiterführende Konzepte der linearen Algebra. In diesem Beitrag möchte ich Ihnen gern einige grundlegende Bemerkungen machen zum charakteristischen Polynom einer quadratischen Matrix bzw. eines Endomorphismus eines endlichdimensionalen Vektorraums. Ja, und da starten wir auch gleich mal mit der Definition des charakteristischen Polynoms einer quadratischen Matrix. Und dazu betrachten wir jetzt eine n kreuz n Matrix A über einem Körper K. Und wir werden im Folgenden das charakteristische Polynom dieser Matrix A bezeichnen mit dem griechischen Buchstaben Chi, Index A. Das charakteristische Polynom der Matrix A werden wir bezeichnen mit Chi A. Und bei diesem charakteristischen Polynom handelt es sich nun also um ein Polynom über dem Körper K in einer unbestimmten, die wir mit T bezeichnen wollen. Das charakteristische Polynom Chi A ist ein Polynom über dem Körper K in einer unbestimmten T. Mit anderen Worten, es handelt sich hier um ein Element des Polynomrings über K in der unbestimmten T. Dieses charakteristische Polynom Chi A ist nun definiert als die Determinante der Matrix A minus T mal Einheitsmatrix. Mit anderen Worten, wir nehmen uns die Matrix A mit ihren Einträgen und subtrahieren von jedem der Diagonaleinträge die unbestimmte T und bilden dann von der resultierenden Matrix die Determinante. Diese Determinante ist definiert in 12.2 und zwar über die Leibniz-Formel. Die Leibniz-Formel ist uns bereits aus dem Wintersemester bekannt als eine Formel für die Determinantenfunktion über einen beliebigen Körper. Und in 12.2 haben wir eben diese Formel als Grundlage genommen für die Definition der Determinantenfunktion über einen beliebigen kommutativen Ring mit 1. Und so haben wir jetzt also jeder quadratischen Matrix zunächst mal ein Polynom zugeordnet über dem zugrunde liegenden Körper. Das haben wir charakteristisches Polynom der Matrix A genannt. Unser eigentliches Thema zu diesem Zeitpunkt in der Vorlesung sind ja aber eigentlich Eigenwerte und sind Eigenvektoren, Eigenräume. Und deshalb stellt sich an dieser Stelle ganz natürlich die Frage, was diese Dinge denn nun miteinander zu tun haben. Und eine Antwort darauf, die gibt uns jetzt der folgende Satz 12.5, der nämlich besagt, dass es sich bei den Eigenwerten einer quadratischen Matrix gerade um die Nullstellen des zugehörigen charakteristischen Polynoms handelt. Den Satz schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an, den habe ich Ihnen hier einmal in Orange angeschrieben. Ja, die Aussage des Satzes 12.5 sehen Sie hier in Orange, Lambda, Element aus K ist Eigenwert einer n kreuz n Matrix A über dem Körper K, genau dann, wenn es sich bei Lambda um eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms Chi A handelt. Zwischen den orangenen Zeilen habe ich Ihnen auch den Grund dafür angegeben, dass das wahr ist, also den Beweis. Und den wollen wir jetzt gemeinsam einmal nachvollziehen. Mit dem, was wir bisher wissen über Determinanten und über den Auswertungshomomorphismus, kann man diese Aussage des Satzes 12.5 nun sehr schön als eine Folge logischer Äquivalenzen aufschreiben und nachvollziehen, und genauso werden wir das jetzt auch tun. Wir starten also einmal mit der Aussage, dass Lambda Eigenwert der Matrix A ist. Das bedeutet ja gerade, dass der zugehörige Eigenraum von A zum Skalar Lambda nicht nur den Nullvektor beinhaltet. Der Eigenraum der Matrix A zum Skalar Lambda ist aber gerade der Kern dieser Matrix A minus Lambda mal Einheitsmatrix. Das ist gerade der Eigenraum von A
zum Skalar Lambda. Das, wie wir jetzt also äquivalent umformuliert haben, dieser Eigenraum nun eben nicht nur aus dem Nullvektor bestehen soll, das ist also, dass dieser Eigenraum also vom Nullvektorraum verschieden sein soll, das bedeutet ja, eben gerade ist also weiterhin äquivalent zu der Aussage, dass die Dimension dieses Vektorraums, dieses Eigenraums von 0 verschieden ist, also positiv ist. Dass der Eigenraum einer quadratischen Matrix bzw. eines Endomorphismus zu einem Skalar ein Untervektorraum des zugrunde liegenden Vektorraums ist, das hatten wir uns bereits überlegt. Deswegen können wir hier auch tatsächlich die Dimension dieses Untervektorraums betrachten. Und der ist eben genau dann vom Nullvektorraum verschieden, wenn es sich hier um einen Vektorraum der Dimension echt größer als 0 handelt. Gut. Die Dimension des Kerns dieser Matrix, die hatten wir übrigens im Wintersemester auch gelegentlich als den Defekt dieser Matrix A minus Lambda mal Einheitsmatrix bezeichnet. Das nur am Rande. Die wesentliche Information, an die man sich an dieser Stelle erinnern muss, ist die Dimensionsformel aus Satz 5.13, die nämlich besagt, dass die Dimension des Kerns einer hier im Spezialfall quadratischen Matrix plus die Dimension des Bildes eben dieser quadratischen Matrix gleich n ist. Wobei die betrachtete Matrix eben eine Matrix des Formats n kreuz n sein soll. Die Dimension des Kerns von A minus Lambda mal En plus den Rang, denn die Dimension dieses Bildes ist eben gerade Rang, plus den Rang von A minus Lambda mal En ist gleich n. Das ist die Aussage von Satz 5.13, ausgewertet hier in unserer speziellen Situation für diese n kreuz n Matrix A. Das wiederum bedeutet aber nun gerade, dass dieser Defekt, diese Dimension des Kerns genau dann positiv ist, wenn dieser Rang eben echt kleiner ist als n. Denn die Summe der beiden Werte muss ja eben gerade n sein. Und so können wir eben diese Aussage, dass die Dimension dieses Kerns positiv ist, äquivalent umformulieren zu der Aussage, dass der Rang echt kleiner ist als n. Dass der Rang einer Matrix echt kleiner ist als n, der Rang einer n kreuz n Matrix echt kleiner ist als n, das wiederum ist aber nach Satz 9.10 gerade äquivalent zu der Aussage, dass die Determinante dieser n kreuz n Matrix gleich dem Nullelement des zugrunde liegenden Körpers ist. Das ist also das sind jeweils Charakterisierungen für singuläre Matrizen. Gut. Ich fasse also mal bis hierhin zusammen. Was wir bis hier gesehen haben, ist, dass also die Aussage, dass Lambda-Eigenwert der Matrix A ist, äquivalent ist zu der Aussage, dass die Determinante der Matrix A minus Lambda mal Einheitsmatrix gleich 0 ist. Gut, und an dieser Stelle genügt es uns zu bemerken, dass ja diese Determinante über dem Körper K eben geschrieben werden kann über die Leibniz-Formel. Und damit ist tatsächlich diese Determinante dieser Matrix nichts anderes als die Auswertung des charakteristischen Polynoms der Matrix A in der Stelle Lambda, im Körperelement Lambda. Das ist, wie gesagt, eine Konsequenz der Beschreibung der Determinantenfunktion über die Leibniz-Formel 9.11. in Verbindung mit der Tatsache, dass es sich bei der Auswertungsabbildung um einen Homomorphismus handelt. Denn mit Hilfe dieser Aussage, dass die Auswertungsabbildung ein Homomorphismus ist, die wir deswegen auch immer Auswertungshomomorphismus nennen, können wir sehen, dass es
irrelevant ist, ob sie zunächst in eben dieser Matrix hier oben für das T das Lambda einsetzen, sodass sie eben eine N-Kreuz-N-Matrix über dem Körper K erhalten, eben diese Matrix hier, und von dieser dann die Determinante bilden, oder ob sie eben erst die Determinante hier oben im Polynomring über dem Körper K einer unbestimmten T berechnen und dann in das resultierende Polynom den Wert Lambda einsetzen. Das Ergebnis ist dasselbe, und damit ist tatsächlich diese Determinante dieser Matrix hier nichts anderes als das charakteristische Polynom der Matrix A ausgewertet an der Stelle Lambda. Und das rechtfertigt diese allerletzte Äquivalenz, und damit haben wir jetzt also gesehen, Lambda ist genau dann Eigenwert der Matrix A, wenn es sich bei Lambda um eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms hier A handelt. Wunderbar, damit haben wir also zunächst mal gesehen, auf welche Weise die Eigenwerte einer quadratischen Matrix im zugehörigen charakteristischen Polynom kodiert sind. Das bedeutet, dass hier also für uns etwas zu holen ist vor dem Hintergrund unserer Eigenwerttheorie, und wie wir sehen werden, gibt es am charakteristischen Polynom bzw. mit Hilfe des charakteristischen Polynoms noch mehr zu verstehen, und das werden wir dann auch im Folgenden machen. Aber am Start dieser Überlegungen möchte ich Ihnen noch eine andere ganz grundlegende Eigenschaft des charakteristischen Polynoms zeigen, und zwar ist es die Tatsache, dass es sich hier um eine Ähnlichkeitsinvariante handelt. Das bedeutet, zwei ähnliche quadratische Matrizen haben auch das gleiche charakteristische Polynom. Das ist die Aussage von Satz 12.7, und die ist auch überhaupt nicht schwer zu beweisen. Also nochmal die Aussage: sind A und A' zwei ähnliche N-Kreuz-N-Matrizen über dem Körper K, dann stimmen die charakteristischen Polynome von A und A' überein. Und der Beweis dieser Aussage, den ich jetzt hier nicht hingeschrieben habe, ist eine sehr schöne Anwendung unserer Produktformel für die Determinantenfunktion. Denn dass die Matrizen A und A' nun ähnlich sind, bedeutet ja gerade, dass ich eine reguläre Matrix, also eine invertierbare Matrix S über dem Körper K finde, sodass A' gleich S invers mal A mal S ist. Und wenn ich diesen Ausdruck für A' dann einsetze, hier oben, um das charakteristische Polynom der Matrix A' zu bestimmen, wenn ich den hier einsetze und dann eben unsere üblichen Rechenregeln für Matrizen verwende, insbesondere natürlich die Distributivität, dann sehe ich, dass die Determinante von A' minus T mal Einheitsmatrix nichts anderes ist als die Determinante von S invers mal, Klammer auf, A minus T mal Einheitsmatrix, Klammer zu, mal S. Und mithilfe unserer Produktformel können wir jetzt also leicht folgern. Produktformel ist eben gerade 9.14, dass es sich hier also exakt um die Determinante der Matrix A minus T mal Einheitsmatrix handelt. Und das wiederum ist das charakteristische Polynom Chi A. Auch hier habe ich natürlich wieder 12.3 angewandt, um die Rechenregeln, die wir bereits bewiesen haben für die Determinantenfunktion über einem beliebigen Körper, auch entsprechend zu folgern für die Determinantenfunktion über dem zugehörigen Polynomring. Diese Aussage ist natürlich sehr schön. Es handelt sich also, wie gesagt, um eine Ähnlichkeitsinvariante bei dem charakteristischen Polynom. Und das hat für uns jetzt tatsächlich auch eine strukturelle Konsequenz. Und zwar die folgende: mit Hilfe dieser Aussage können wir nun tatsächlich auch das charakteristische Polynom eines beliebigen Endomorphismus F, eines endlich dimensionalen Vektorraums V über dem Körper
K definieren. Und zwar ist dieses charakteristische Polynom des Endomorphismus F, das wir ebenfalls mit Chi F bezeichnen wollen, nun definiert als das charakteristische Polynom einer beliebigen Darstellungsmatrix von F bezüglich einer geordneten Basis B des Vektorraums V. Das heißt, um das charakteristische Polynom eines Endomorphismus F zu bestimmen, können Sie sich eine beliebige geordnete Basis des zugrunde liegenden endlichdimensionalen Vektorraums wählen, die Darstellungsmatrix von F bezüglich dieser Basis bestimmen und dann wiederum von dieser Darstellungsmatrix das charakteristische Polynom. Dass es hierbei keinen Unterschied macht, welche Basis Sie genau wählen, was Ihnen natürlich auch gewisse Freiheiten lässt, eine Basis zu wählen, mit der Sie besonders gut rechnen können, dass es hierbei keinen Unterschied macht, welche Basis Sie genau wählen, das ist nun eben eine Konsequenz aus unserem Satz 12.7 in Verbindung mit 8.6. Warum? Weil, wenn Sie zwei verschiedene Basen des Vektorraums V betrachten, sagen wir B und B', dann sind die zugehörigen Darstellungsmatrizen von F bezüglich der Basen B und B' ähnlich. Das ist Konsequenz unserer Transformationsformel in 8.6. Wenn aber diese beiden Matrizen nun ähnlich sind, dann haben sie auch dasselbe charakteristische Polynom. Das ist gerade die Aussage von Satz 12.7. Und damit stimmen die beiden charakteristischen Polynome überein und damit ist dieses charakteristische Polynom des Endomorphismus F auf eben diese Art und Weise tatsächlich wohl definiert. Und auch die Aussage des Satzes 12.5 vererbt sich nun in ganz natürlicher Weise auf Endomorphismen endlichdimensionaler Vektorräume. Mit anderen Worten, oder etwas genauer ausgedrückt, die Eigenwerte eines Endomorphismus, eines endlichdimensionalen Vektorraums, sind genau die Nullstellen des zugehörigen charakteristischen Polynoms. Ein Skalar Lambda, Element des zugrunde liegenden Körpers, ist genau dann Eigenwert eines Endomorphismus, eines endlichdimensionalen Vektorraums V über dem Körper K, wenn dieses Lambda eben eine Nullstelle ist des charakteristischen Polynoms. Und diese Aussage folgt nun eben ganz direkt zunächst mal aus 11.6, wo wir also festgehalten haben, dass die Eigenwerte eines beliebigen Endomorphismus eines endlichdimensionalen Vektorraums übereinstimmen mit den Eigenwerten einer beliebigen Darstellungsmatrix dieses Endomorphismus und des Weiteren aus einer Anwendung von 12.5, die also sagt, dass die Eigenwerte dieser Darstellungsmatrix des Endomorphismus nun eben gerade die Nullstellen des zugehörigen charakteristischen Polynoms dieser Darstellungsmatrix sind, also die Nullstellen des charakteristischen Polynoms unseres Endomorphismus F. Was wir jetzt also gesehen haben, ist zunächst mal die Definition des charakteristischen Polynoms, grundlegenden Zusammenhang mit den Eigenwerten einer Matrix bzw. eines Endomorphismus, nämlich dass es sich bei den Nullstellen dieses Polynoms gerade um die Eigenwerte der zugehörigen Matrix bzw. des Endomorphismus handelt. Mit anderen Worten, wir haben die Suche nach Eigenwerten umgewandelt, äquivalent umgeformt in eine Nullstellensuche. Und wir haben eben auch gesehen, dass tatsächlich diese Definition des charakteristischen Polynoms eines Endomorphismus eines endlichdimensionalen Vektorraums funktioniert, dass dieses charakteristische Polynom auf diese Art und Weise wohl definiert ist. Im Folgenden, also im weiteren Verlauf der Vorlesung, werden wir uns jetzt also ganz systematisch mit
weiteren Eigenschaften des charakteristischen Polynoms und seiner Bedeutung eben für die Eigenwerttheorie beschäftigen. Wie ich ihn bereits angedeutet habe, gibt es da noch einiges mehr zu verstehen, und das werden wir auch gemeinsam tun.